Wow, Damien, ich würde jetzt gerne mit der Bioprüfung anfangen. Was haben wir fertig gegessen? Abschlucken. So. Welche fünf Sinnesorgane haben wir Menschen? Mund, Augen, Nasen, Ohren. Und was noch? Das dann fühlen. Mit welchem Organ machst du das? Tut. Das habe ich gesucht. Yes. Es gibt zwei Arten, wie man Stoff aufnehmen kann. Heterotroph und autotroph. Wie ernährt sich der Mensch? Auto im Sinne von automatisch wäre manchmal noch praktisch. Aber ich würde jetzt doch meinen, dass es in dem Fall, dass wir uns heterotroph, dass es stattfindet in der Ernährung. Super. Yes. Zum Beispiel grüne Pflanzen ernähren sich autotroph. Sie können ihre Nahrung selber herstellen. Okay, ja. Was braucht eine Pflanze, um Sauerstoff zu produzieren? Zuerst braucht sie mal das Kohlenstoffdioxid, um überhaupt etwas umwandeln. Mhm. Was braucht es für das? Ja. Aha, dass es zur Photosynthese kommt. Aha, ja klar, Licht. Was noch? Und. Aha, Wasser, logischerweise, um einfach, dass sie überhaupt leben kann. Korrekt. Ah, okay. Das sind die drei. Welche drei Materialien von denen hier bestehen aus pflanzlichen Zellen? Bleistiftmine, Kork, Holz, PET, Hanfseil. Pflanzlich. Also dann ist schon Hanfseil. Ja. Kork und Holz. Stimmt, genau. Yes. Kannst du die folgenden Begriffe der Grösse nach sortieren? Zellen, Molekül, Organismus, Atom. Also Organismus ist klar. Dort als letztes. Und Zellen auch. Also ich meine, das ist etwas, was man unter dem Mikroskop zumindest sieht. Ich weiß nicht, was mit dem Atom zu ist. Aber Atom und Molekül. Ich würde schon sagen, Atom, Molekül, Zellen und Organismus. Nicht schlecht, das ist richtig. Woo! Was bedeutet DNA bzw. DNS ausgeschrieben? D und N. Und A. A, also A müsste Acid sein für Säure. Mhm. Acid. Ja. Also wahrscheinlich weiss ich es nachher wieder drei Jahre, wenn sie es mir jetzt gerade sagen, aber jetzt kann ich es gerade nicht. Müsstest du aber jetzt wissen, Deoxyribonucleic Acid oder auf Deutsch Desoxyribonukleinsäure. Ah, Desoxyribonukleinsäure. Was denkst du, was hast du für eine Note? 4,5, 5. Du hast eine 5,5. 5,5. 5,5 in der Bio wäre ich mega zufrieden gewesen.